Liebe Isenburgerin, liebe Isenburger, herzlich willkommen wieder zu isenburgerfragen.de. Ja, nach den Herbstferien geht es jetzt wieder los. Wir haben natürlich einiges über Corona-Aktualitäten gesammelt, aber natürlich auch wieder Fragen über Isenburg direkt. Und da muss ich sagen, das ist dieses Format hier, da kommen immer wieder neue Dinge, die wir selbst so noch nicht kannten und selbst wieder überrascht sind, was auch Ihnen alles auffällt. Also deswegen vielen, vielen Dank immer für die Beteiligung. Weiter so, bitte auch hier nach wieder Fragen, Anregungen an www.isenburger-fragen.de. Ja, es geht los und zwar die Parallelstraße von der Alice-Straße, die entlang von der Bahnhofstraße runtergeht bis dann mit einer Unterbrechung zum Sportpark. Da hat jemand festgestellt, dass der obere Bereich ab der Bahnhofstraße keine Einbahnstraße ist, dort wo die Toddlers sind. Und später ab Schule bis zum Sportpark, da ist dann eine Einbahnstraße. Das wird kritisch gesehen, es gibt kritische Situationen dort. Die Frage ist, ob das so gewollt ist oder ob eine Beschilderung fehlt. Ich muss sagen, völlig neu für mich gewesen. Bin selbst früher dort auch zur Schule gegangen. Bin bewusst das gestern mal abgefahren und tatsächlich, es stimmt, der obere Bereich ist nicht als Einbahnstraße ausgewiesen. Das werden wir überprüfen lassen, ob das so sein soll oder sinnvollerweise auch geändert werden kann und soll. Das muss man mal sich ernsthaft anschauen. Vielen Dank für den Hinweis. Es wird kritisiert, dass sehr viel Müll entlang der Friedhofstraße, aber auch am Waldrand der Rathenaustraße liegt und es werden mehr Mülltonnen empfohlen, beziehungsweise Papierkörbe. Dazu ist zu sagen, leider ein gesellschaftliches Problem unserer heutigen Zeit, haben wir hier auch wiederholt drüber gesprochen, dass immer mehr leichtfertig Müll weggeschmissen wird. Einfach aus dem Fenster raus, ich persönlich habe da überhaupt kein Verständnis, gerade auch, ja, oftmals auch bei jüngeren Leuten zu sehen, die umgekehrt aber auch zum Thema Umwelt doch schon sehr sensibilisiert sind und dann wird einfach Müll rausgeschmissen. Zigaretten kippen aus dem Fenster, aus dem Auto. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Und insofern ist das wirklich ein gesellschaftliches Problem. Da helfen vorwiegend, hoffe ich, auch Appelle. Die Stadt ist dort sensibilisiert. Bei ja, großen Straßen reinigt sie selbst. Übrigens auch Rathenaustraße am Wald entlang. Immer wieder. Der DLB ist da immer wieder im Einsatz, aber auch an der Friedhofstraße. Es gibt aber auch Teile, dort ist Anwohnerreinigungspflicht. Das muss mal überprüft werden, wie es da aussieht und natürlich auch mal wieder drüber gegangen werden. Übrigens noch eine gute Info. An der Rathenaustraße am Wald entlang war es lange viel schlimmer gewesen. Und zwar, als da regelmäßig LKWs geparkt haben und dort einfach ihre Sachen rausgeschmissen hatten, teilweise übernachtet hatten. Das wurde geändert, da ist ein LKW-Parkverbot mittlerweile. Wir haben die Information, dass sich's deutlich verbessert hat. Aber auf jeden Fall ist da eine hohe Sensibilität da. Und noch der Hinweis, mehr Mülleimer bzw. Papierkörbe. Da ist für Isenburg zu sagen, da sind wir an der Spitzenposition überhaupt an Anzahl von Papierkörben. Wir haben in Neu-Isenburg 642 Papierkörbe. Davon sind 68 Dockstationen. Also das sind richtig viele, die werden viermal in der Woche geleert. Das sind im Jahr 120 Leerungen. Um es mal einfach zu vergleichen, wir haben 642. Unsere Kollegen in Dreieich, mit denen wir über den DLB eng zusammenarbeiten, haben 506 Papierkörbe. Also wir haben deutlich mehr, obwohl wir etwas weniger Einwohner und kleineres Stadtgebiet. Und wenn man es runterrechnet, pro 1000 Einwohner haben wir 14,5 Papierkörbe pro 1000 Einwohner. Der Bundesschnitt liegt bei 11,5. Also insofern sind wir da wirklich gut mit versorgt. Es gilt, die Leute wirklich zu erziehen, ihren Dreck dann auch bitte dort wegzuwerfen, wo es die Behältnisse für gibt. Und die sind überall im Stadtgebiet verteilt. Immer wieder kommt das Thema Birkengewann auf. Hier das Thema der Feuerwehrzufahrt. Hier kann ich sagen, weil es auch wieder angesprochen worden ist, dass die hydraulischen Poller, der Einbau, jetzt sehr bald beginnt. In der Thomas-Reiter-Straße finden ja gerade Wegebauarbeiten statt. Und in dem Zusammenhang wird das dann auch bald kommen. Die Warnanlage für einfahrende Feuerwehrleute ist dort bereits installiert und bitte einfach nochmal den Hinweis, die dort reinfahren, die Feuerwehrleute, die fahren natürlich mit dem Privatfahrzeug da rein, von zu Hause zur Feuerwehrwache.
Die fahren natürlich nicht mit Dienstfahrzeugen, sondern mit Privatfahrzeugen da rein. Und die dürfen da wirklich ausdrücklich entlangfahren, denn die müssen ja zur Feuerwehrwache kommen. Alle anderen, die Lebensmittelmarkt oder wie auch immer anfahren wollen, die natürlich nicht. Ein Thema, was es seit den 90er Jahren mindestens gibt, seitdem ich noch in der Stadtverordnetenversammlung war, ist immer das Thema Fahrradfahren auf der Fußgängerzone in der Bahnhofstraße. Das ist irgendwann mal nach jahrelangen Debatten erlaubt worden. Das heißt, auf der Fußgängerzone darf Rad gefahren werden. Aber natürlich ist es wichtig, dass hier Vorsicht geboten ist und insbesondere auf Schwächere, vor allen Dingen Fußgänger und vor allen Dingen Kinder, Rücksicht genommen wird. Eine gegenseitige Rücksichtnahme ist das Wichtigste im Straßenverkehr. Offenbar findet das nicht immer so statt. Und man kann hier nur appellieren zur äußersten Vorsicht. Verbot, dort Rad zu fahren, ist nur, wenn der Wochenmarkt stattfindet. Ansonsten darf man da fahren. Aber bitte vorsichtig sein. Das Thema Kontrollen ist dort angesprochen worden, dass mehr kontrolliert werden soll. Das findet auch statt. Aber jetzt, im Moment, in den Corona-Zeiten, ist der absolute Priorität eben auf andere Kontrollen gelegt. Da bitten wir um Verständnis, dass das anderweitig jetzt erstmal größere Priorität hat und als erstes stattfinden muss. Ganz frisch wurde folgende Frage eingereicht. Ich habe einen Garagenparkplatz vor aufzugeben und eine Parkkarte zu erwerben, die zum überschaubaren Preis von 15 Euro erwerbbar ist. Es wird kritisiert, Wildparker in den Anwohnerparkbereichen und in den Seitenstreifen, trotz Parkausweisen, die hier ausgegeben werden, sind und offenbar nicht immer da sind. Und auch hier wird das Thema der Kontrollen angesprochen. Hier ist festzuhalten, auch was ich eben gesagt habe, ja klar wird kontrolliert, aber Schwerpunkt sind jetzt eben die Einhaltung der Corona-Regeln, insbesondere des Infektionsschutzes. Das ist im Moment absolute Priorität mit den Leuten, die vorhanden sind. Alles andere muss ein Stück weit hinten anstehen. Und ich bitte um Verständnis, dass eben auch in Bewohnerparken nicht immer Parkplätze da sein sollten. Insofern bitte ernsthaft darüber nachdenken, eigene Parkflächen aufzugeben. Also hier wird es dann eben dann da, durch solche Dinge dann mehr Druck im öffentlichen Parkbereich geben. Und ob dann immer was frei ist, kann man auch nicht so garantieren. Flüsterglascontainer werden uns empfohlen. Und zwar wird ein Standort, den es jetzt seit 2, 3 Jahren etwa gibt, am Grafenbruchring auf der Waldseite gegenüber vom Zwerggraben kritisiert, der recht stark frequentiert wird und allerdings auch wohl das eine oder andere Mal auch Zeiten ignoriert werden. Das darf ja auch nur bis zu gewissen Zeiten genutzt werden und auch sonntags gar nicht. Hier wird gebeten, entweder mit einem Schild deutlicher noch zu arbeiten oder auch einen Standortwechsel zu machen, wobei dort in dem Bereich der Erlenbachaue auch etwas sein muss. Insofern ist die Anregung vor allen Dingen mal zu gucken, kann man da mit Flüstercontainern arbeiten? Ist das möglich? Das ist eine gute Anregung. Vielen Dank dafür. Das muss auch mal geprüft werden. Das muss man sich mal sehr genau anschauen. Vielen Dank für die Anregung. Kommen wir zu dem Thema Corona. Die Infektionszahlen steigen stark. Es geht stark nach oben. Im gesamten Rhein-Main-Gebiet, in Gesamtdeutschland, in Gesamthessen. Hessen ist bei den Bundesländern leider mittlerweile am dritten Platz, was die Neuinfektionszahlen auch betrifft. Der Kreis Offenbach ist stark betroffen, die gesamte Region und so auch die Stadt Neu-Isenburg. Die Inzidenzzahlen gehen auch nach oben. Sie wissen, es geht eigentlich los, wenn man diese 7-Tage-Inzidenz erreicht von einer Zahl von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Dann geht es mit verstärkten Maßnahmen los. Wir sind im Kreis Offenbach jetzt hier bei knapp 80 und Tendenz jeden Tag steigend. Sehr gut sehe ich das, dass mittlerweile in der Region eine recht enge Abstimmung ist. Die Kreise und großen Städte stimmen sich miteinander ab über die Maßnahmen, denn an einer Stadtgrenze, und wir haben sie ja nun mal nach Frankfurt, nach Offenbach, da macht das Virus ja nicht Halt. Insofern macht es Sinn, gemeinsame Maßnahmen dort zu vereinbaren. Es muss dringend darauf geachtet werden, dass wir es schaffen, die Infektionsanstiege zu reduzieren. Wenn uns das nicht gelingt, und da geht es mir nicht um Panikmache, werden es automatisch noch Maßnahmen sein, die uns deutlich mehr einschränken als das, was wir bisher hatten. Deswegen kann ich nur ganz, ganz dringend appellieren,
sich an die Maßnahmen zu halten und wirklich vor allen Dingen Abstände zu halten, diese 1,50 Meter, Masken zu tragen, Mund-Nasen-Schutz, der richtige Begriff, und ihre Hygieneregeln einzuhalten. Wenn man das macht und sich im Wesentlichen an diese drei Regeln hält, hat man schon mal recht viel erreicht. Und ja, jetzt gibt es noch einige Verschärfungen hier im Kreis, die gelten eins zu eins auch für die Stadt Neu-Isenburg. Die sind auf der Homepage des Kreises Offenbach zu sehen. Hier ist in einer Zusammenfassung auf einer Seite, den Link werden wir Ihnen dann noch einblenden, alles zu sehen, welche Maßnahmen aktuell gelten. Ich sage bewusst aktuell, das verändert sich auch regelmäßig, je nachdem, wie der Infektionsanstieg ist. Mittlerweile merken wir auch, dass die Krankenhäuser auch wieder voller werden. Auch die invasiv behandelten Leute werden deutlich mehr. Und ich kann wirklich nur dringend appellieren, sich an die Regeln zu halten. Übrigens auch mein persönlicher Eindruck, das kommt auch immer näher, auch in den eigenen Bereich herein. Immer mehr spreche ich mit Leuten, die wieder Leute aus ihrem eigenen Umfeld kennen, wo es entweder Corona-Verdachtsfälle gibt oder auch wirklich bestätigte Fälle. Es kommt näher und wir müssen wirklich deutlich noch vorsichtiger sein, als wir es vielleicht jetzt auch mal, als es nach unten gegangen ist, die Zahlen in den Sommermonaten waren. Gerade jetzt gilt auch das besonders mehr Lüften, wenn man mehr in Räumen ist, in geschlossenen Räumen. Wir müssen noch größere, deutlich größere Vorsicht walten lassen. Zu den einzelnen verschärften Maßnahmen möchte ich einige wichtige herausgreifen. Auch die sind auf der Homepage des Kreises Offenbach, aber auch dann bei der Stadt Neu-Isenburg zu sehen. Und bitte Sie, sich da entsprechend zu informieren. Beispielsweise ist jetzt auch eine Maskenpflicht erweitert nochmal worden in Alten- und Pflegeheimen. Auch bei denen die Besuche sind eingeschränkt. Und in den Gottesdiensten beispielsweise ist auch im Wesentlichen durchgängige Maskenpflicht. Es gibt immer verschiedene Ausnahmen. Das würde jetzt so weit führen, das alles hier darzulegen. Bitte dann auch nochmal sich das entsprechend auf den jeweiligen Internetseiten anzuschauen. Natürlich gilt Maskenpflicht nicht für Leute, und das muss man immer wieder erwähnen, die aus gesundheitlichen Gründen davon befreit sind. Die sind ausdrücklich nicht von der Maskenpflicht erfasst. Ja, ganz besonders Problem, und das hat auch ursächlich mit dem Anstieg der Infektionsrate hier zu tun, sind private Feierlichkeiten und Festivitäten. Das muss deutlich eingeschränkt werden. Hier gilt bei privaten Feiern, sowohl zu Hause als auch in angemieteten Räumen, maximal 10 Personen, alternativ 2 Hausstände. Mehr dürfen es nicht sein. In der jetzigen Zeit sind große Feiern schlicht und ergreifend nicht angebracht. Es geht um Minimierung von Kontakten, und das muss man auch einfach mal so deutlich aussprechen. Und diese Feiern müssten dann halt auch alle dann eben zum späteren Zeitpunkt stattfinden, wenn es etwas wieder lockerer sein kann. Bei Veranstaltungen war bisher die Obergrenze von 250 Personen. Das ist reduziert worden auf 100 Personen. Und bei Veranstaltungen, beispielsweise auch in der Hornottenhalle, ist durchgängig jetzt auch die Maskenpflicht gegeben. Das heißt also nicht nur beim Rein- und Rausgehen, sondern auch während einer Veranstaltung gilt es, die Masken zu tragen. Im Bereich, wenn man draußen unterwegs ist, im sogenannten öffentlichen Raum, ist es noch etwas weniger. Da sind es maximal 5 Personen, die zusammen draußen unterwegs sein dürfen oder eben alternativ auch wieder 2 Hausstände. Hausstand heißt also auch immer 2 Haushalte, in denen Menschen zusammen leben. Wie auch hier gilt, Kontakte minimieren, reduzieren, dann schaffen wir auch Corona wieder nach unten zu bekommen. Alkoholkonsum im öffentlichen Raum ist verboten. Also das heißt auf Plätzen, auf Straßen, es ist verboten mittlerweile. In Gaststätten ist es natürlich erlaubt, auch dort im Außenbereich, aber draußen auf der Straße nicht, weil man auch hier natürlich sieht, dass dann auch ja auch mit verstärktem Alkohol auch die Hemmschwelle, Mindestabstände nicht mehr einzuhalten, auch deutlich nach unten geht. Wichtig ist auch der Sportbereich. Sport ist weiterhin erlaubt, aber Zuschauer bei Wettkämpfen nicht mehr. Das geht nicht mehr. Zumindestens sind allerdings Begleitpersonen, sage ich auch bewusst, selbst als Vater von Kindern, sind erlaubt. Dringende Empfehlung auch hier, Kontakte zu minimieren. Das gilt, was ich eben auch gesagt habe, insbesondere
auch dafür, dass auch im Kreis Offenbach der Fußballverband entschieden hat, Spiele im Amateurbereich bis zur Gruppenliga auch jetzt erstmal nicht stattfinden zu lassen. Und ansonsten wirklich Minimierung, auch was das Thema von Zuschauern im Amateursport betrifft. Um nichts Falsches zu sagen, werfe ich gleich auch nochmal einen Blick auf die aktuelle Verfügung hier und nochmal zu dem Sportbetrieb. Also es ist wirklich so, dass die Zuschauer im Moment bei sowohl Trainings- als auch Wettkampfbetrieb in geschlossenen Räumen als auch unter freiem Himmel nicht gestattet sind, ausgenommen Begleitpersonen, Betreuer, Trainer und Aufsichtspersonen von Minderjährigen. Ausgenommen werden können in Einzelfällen Ausnahmen, die mit dem Gesundheitsamt abzustimmen sind. Und da müssen natürlich wirklich entsprechende Abstände und gewährleistet und gesichert sein. Also grundsätzlich leider erstmal keine Zuschauer. Wir müssen uns alle daran halten, hoffen aber, dass es schnellstmöglich wieder möglich ist mit Zuschauern. Ja, und wie wir gehört haben, auch bei den ganz Großen in der Bundesliga ist es ja leider jetzt auch erstmal so. Kommen wir nochmal zur Gastronomie. Die Gastronomie ist auch leider etwas eingeschränkt. Hier dürfen maximal 5 Leute an einem Tisch sitzen oder 2 Hausstände, also 2 Haushalte zusammen. Die Maskenpflicht gilt auch für Besucher mittlerweile, wenn man reinkommt und wenn man rausgeht. Während Essen und Trinken, dass es nicht geht, ist klar. Und es ist die Sperrstunde neu dazugekommen zwischen 23 und 6 Uhr. Also Gastronomien können bis 23 Uhr geöffnet sein. Hier bitten wir wirklich auch sehr, sich dran zu halten. Es wird auch kontrolliert, das muss ich sagen. Und es wird streng kontrolliert. Und das sind auch dann, werden ja Strafen ausgesprochen, wenn man sich nicht dran hält, die auch empfindlich dann sind. Dasselbe gilt übrigens für Besucherlisten. Die müssen geführt werden, aber das ist ja jetzt nicht neu. Auch in Hotels gilt die Maskenpflicht bei den Gängen. Grundsätzlich aber dürfen Hotels auch aufhaben, entsprechende Hygienevoraussetzungen natürlich obligatorisch. Ja, und in den Schulen sehe ich auch gerade bei meinen Kindern, das ist echt schwierig. Auch hier kommt Corona näher. Ich glaube, viele Eltern wie bei uns haben die Erfahrung auch gemacht, dass es Verdachtsfälle oder auch bestätigte Fälle in Klassen, Parallelklassen, in Kursen gibt. Auch das kommt auch sicherlich noch mehr auf uns zu. Mittlerweile gilt die Maskenpflicht in Schulen nicht nur draußen und auf den Gängen, sondern sie gilt eben jetzt leider auch im Unterricht. Es ist erforderlich ab der 5. Klasse. Schulsport darf nur noch kontaktlos stattfinden. Und ab der 5. Klasse darf es nur noch im Freien sein. Also auch hier gilt, Kontakte deutlich zu reduzieren. Und Alten- und Pflegeeinrichtungen hatte ich angesprochen. Auch hier müssen die Leute geschützt werden, Masken tragen und auch die Besuche etwas eingeschränkt werden. Tja, wenig gute Nachrichten, aber es gilt, das Schlimmere noch zu verhindern. Insofern können wir wieder nochmal appellieren, bitte halten Sie sich dran. Wir waren, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Das ist jetzt etwas reduziert, wobei ich sage, die allergrößte Menge der Leute hält sich dran. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und jetzt müssen wir die sich noch nicht so ganz dran halten wollen, die müssen wir da noch etwas überzeugen und mitnehmen. Und zur Not muss auch mit Strafen gearbeitet werden. Ja, das sind die Informationen, die wir für Sie heute haben. Gerne wieder Fragen, Anregungen unter www.isenburger-fragen.de. Nochmal der Verweis gleich auf die Homepage des Kreises Offenbachs, wo alle aktuellen Verordnungen hinterlegt sind. Sogenannte Allgemeinverfügung. Ansonsten verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund, Ihr Stefan Schmidt.